Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi, das hier ist mein lieber Sammy und wir begrüßen dich ganz, ganz herzlich in unserer Welt. Heute gibt es ein neues Adventskalender-Unboxing und zwar hat DM, dein Bestes, einen Adventskalender rausgebracht, den ich echt interessant finde. Und er steht hier und den halte ich doch jetzt mal direkt hoch. So schaut er aus, also da haben wir 24 offensichtlich gut riechende Produkte drin und ich bin sehr gespannt, was drin ist. Und wenn du genauso gespannt bist wie wir, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich muss auch mal gucken, ob ich das irgendwie schaffe, dann die Produkte zu bepreisen, also dass ich dir am Ende auch quasi einen Gesamtwert einblenden kann. Letztendlich, es ist ein 100-Adventskalender. Ne, ich denke nicht, dass der Preis erreicht wird, den man dafür bezahlt und ja. Sammy ist schon ganz gespannt und ich würde sagen, wir öffnen doch mal das erste Kläppchen, Mausi, wa? Er wird sich gleich auch im Laufe des Videos etwas vorstellen, aber ja, jetzt gerade war er noch im Schmusemodus. Und ja, dann schauen wir doch mal rein und gucken. Guck mal hier, das will schon raus, Maus. Da warst du schon dran, wa? Kann das? Nein, sag Frauchen, da war ich nicht dran. Sammy, wo ist die Eins? Wo ist die Eins? Siehst du die? Ich sehe die noch. Die 1 ist hier oben. Und wie ich sehe, wir haben hier, glaube ich, richtig coole Sachen drin. Das erste, was hier drin ist, ist, riecht scheinbar sehr gut, ein Bio-Fleischstick reich an Pute. Und so schaut er aus. Sammy bekommt jetzt quasi sein Abendbrot. Oh ja. Das sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Riecht wie eine Beefy, tatsächlich. Hol's dir. Schmeckt das nach mehr? Übrigens, das wunderschöne Halstuch, was der Tuch, was Sammy trägt, kommt von der lieben Nähzicke. Die liebe Marina, das verlinke ich dir unten in der Infobox, hat einen wundervollen Instagram-Kanal, ein schönes Instagram-Profil, genau. Und sie näht selber Produkte für Hunde. Und schau auf jeden Fall vorbei. Sammy bekommt auch da einen selbstgenähten Adventskalender im Dezember von uns zusammengestellt. Den hat er nämlich schon mal von ihr letztes Jahr geschenkt gekriegt. Und der wird befüllt. Genau, da kommt sein schönes Halstuch her. Der macht sich nämlich auch schick für die Adventskalender-Unboxings. Ist das nicht cool? Ich finde es total großartig. Die Nummer 2 haben wir hier. Oh! Das sind Getreideröllchen gefüllt mit Markknochen. So schaut das aus. Das riecht gut, Sammy. Kann er hier schön rumsauen. Da sind 2 Stück von diesen Röllchen drin. Dann gucken wir uns mal an, wo wir die Nummer 3 finden. Die 3 ist hier. Knabberherzen mit Rind. Sammy weiß gar nicht, wie ihm geschieht, warum er hier wieder sein darf und alles ist so lecker und so. 15 Gramm sind hier drin. So schauen die aus. Sammy, wusstest du, dass dein Bestes ein so breites Sortiment hat? Ich wusste das nicht. So schauen die Herzen aus. Scheint etwas fester zu sein, aber nicht ganz so fest. Das heißt, man kriegt sie, oder Hund, kriegt sie dann ganz gut durchgekaut. Möchtest du noch eins davon haben? Mach Sitz. Der Rest ist für später, Maus. Du kannst nicht alles auf einmal essen. Stell dir das mal vor, dann bist du kugelrund. Okay. Hier oben ist die Nummer 4. Oh, was ist das denn? Was ist das bloß? Riecht das gut? Plätzchen mit Lamm und Reis sind das. 12 Gramm sind da drin. Setz dich mal hier hin. Stell den auf zur Seite.
geh mal hier hin. Hier. Dahin. Da. Hier rüber. Da. So. Genau. Stopp. Bananen brechen das aus. Okay, ja, das riecht noch nicht viel. Das sind einfach solche runden Drops. Das war jetzt ein roter Tropf. Also quasi Lamm wahrscheinlich. Nee, das ist alles. Ach so, die sind alle so. Guck. Alle in diesem rosa Lachsfarben. Aber die gehen wohl schnell weg. So, gut gemacht. Zack. Dann gucken wir mal in die Nummer 5. Knabber-Sandwiches mit Lachs. Und da sind 14 Gramm drin. Habe ich dich angefixt, ne? Jetzt willst du mehr. So sehen die aus. Ja, ich weiß, ich weiß. 3 Stück sind da drin. Mich angekrümeln. Da. Danke. Dann kriegst du auch den letzten. Du hast mich schon wieder angekrümelt. Du bist ein Krümelmonster. Ein Krümelmonster bist du. Wollen wir mal gucken, was in Nikolaus drin ist, Sammy? Nikolaus ist ja immer was ganz Besonderes, oder? Wo ist es? Ich habe gerade nichts. Ich hab, wir müssen das nächste Kläppchen aufmachen. Da kann ich doch nichts für. Lege ich mich halt hin. Hier haben wir das Nikolaus-Kläppchen, die Nummer 6. Ei, Heldenmahlzeit. 100% pures Rind, 100% Schlund ist da drin. Zur Belohnung wahrer Helden. Ich würde mal sagen, Sammy ist definitiv ein wahrer Held. Möchtest du wieder da vorne hingehen? Oder möchtest du jetzt da liegen bleiben? Dann musst du gleich aber aufstehen. Den weiten Weg nach oben, Sammy. Ach, guck mal, da sind aber auch verschiedene große Stücke drin. Das ist ganz gut. Dann kann Sammy jetzt nämlich ein kleineres bekommen. Ja, es riecht wohl, ne? Weil das ist ja so ein natürliches Gedöns. Aber es stinkt jetzt nicht irgendwie. Dann musst du aufstehen. Hast du das schon aufgegessen? Sammy, so schnell? Ja, was machst du denn für Sachen? So, geht weiter. Ach, jetzt möchtest du dich wieder mit dem Kalender anfreunden. Eben hattest du Angst vor dem. Du bist ja witzig. Okay, wo ist denn die Nummer 8? Die 7 müssen wir jetzt aufmachen. Die ist hier, Sammy. Du siehst schon, was drin ist. Ich noch nicht. Fleischstick reich an Pute. Oh, Sammy guckt mich auch total durch an, ne? Also der ist vollkommen in einer anderen Welt, weil das wohl so lecker ist, was er hier rausbekommt. Der weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Ich glaube, gleich müssen wir auch mal eine Trinkpause machen. Weil wenn man so viel futtert, dann muss man gleich auch mal was trinken, Sammy, ne? Schmeckt gut. Ja, das riecht halt wie eine Beefy. Jetzt habe ich einen Hafer-Sammy in der Nase. Ja, das riecht 1A wie eine Beefy. Also, ne, fühlt sich auch so an, nur dass eine Beefy etwas fettiger ist tatsächlich. Möchtest du den ganzen Stick? Na gut. Den hast du jetzt einfach mal eingeatmet, ne? Hast du jetzt beschlossen? Ja, aber ich glaube, die 8, die schaffen wir noch, ne? So, hier unten ist die Nummer 8. Knochen mit Lamm und Reis. Oh, du hast heute auch eine Sahne. Ich sag dir das. So, ja, da sind süße Knochen drin. 16 Gramm findet man in diesem Päckchen drin.
Riecht ganz angenehm. Und das ist halt in Knochenform. Reichen hat ein Haar von dir. Wie ist es da hingekommen? Hast du es da hingetan? Ne? Das machst du fein. Das ist nicht für später, Mausi. Ich weiß, es ist doof, aber was soll ich denn machen, ne? Gut. Die Nummer 9. Nummer 9 brauchen wir, Sammy. Wo hast du denn die Nummer 9 versteckt? Ist das schon da? Hier oben. Bei den niedlichen Mops. Oh, da haben wir wieder sowas Leckeres für dich. Da sind 15 Gramm drin. Getreideröllchen gefüllt mit Markknochen. Ich glaube, sowas hatten wir doch eben schon mal, oder? Kommt mir gerade sehr bekannt vor. Was war das denn eben, Sammy? Weißt du das? Ja, das ist genau das Gleiche. Getreideröllchen gefüllt mit Markknochen, das hatten wir eben schon mal. Dann bekommt er den, der eben übergeblieben ist. Hups. Ja, Krümelmonster. Ist okay. Wie er vorsichtig an meinen Socken entlang leckt. Kitzelt kaum. Ist gut gemacht. So, hier liegen aber noch ein paar Krümel. Ziemlich hier. Da. Ja, ne? Die Decke musst du jetzt nicht aufessen. Dann gucken wir mal noch einmal in die Nummer 10 und dann kannst du gleich eine Trinkpause machen, okay? Wo ist denn die 10? 18, 10. 10 ist hier oben. Oh, wieder sowas Leckeres. Ja, die hatten wir eben auch schon. Das sind diese Knabber-Sandwich. Knabber-Sandwiches mit Lachs, die hatten wir eben schon mal. Das heißt, es wiederholt sich teilweise auch wieder in dem Kalender, was ich jetzt nicht schlimm finde, ne? Möchten wir jetzt erstmal eine kurze Trinkpause machen? Ja, ne? Sammy wollte keine Trinkpause. Ich habe ihn rausgelassen. Gut, es regnet auch draußen gerade in Strömen, ne? Aber er drehte um und kam direkt wieder rein, rannte wieder hier in dieses Zimmer, legte sich auf den Teppich und hat mich angeguckt, so nach dem Motto, so Frauchen, nee, wir machen jetzt hier weiter. Nicht hier Trinkpause und so. Das ist geil. Oh, ich hab ihn so lieb. So, wo waren wir jetzt eigentlich, Sammy? Weißt du das noch? Die 10 haben wir aufgemacht. Jetzt müssen wir die 11 aufmachen. Die ist hier. Da haben wir nämlich wieder die Plätzchen mit Lamm und Reis drin. Die 12 Gramm, die hatten wir eben ja auch schon mal. Ist okay, kriegst du noch einen. Dafür muss der feine Herr sich aber nach oben bewegen. Komm. Ach so, war Ihnen das zu wenig? Möchten Sie noch eins? Was passiert eigentlich, wenn ich das festhalte und nicht loslasse? Ach so, du ziehst mir das einfach raus, vorsichtig. Du bist ein geiler Hund. Nochmal. Vielleicht möchte ich das behalten. Hm? Oh, so geil. So, jetzt müssen wir aber weitermachen. Wir machen jetzt mit der Nummer 11 weiter. Das war die Nummer 11. Wir machen mit der 12 weiter. Die ist direkt daneben. Das ist so geil, der Hund. Das ist die Halbzeit. Und da haben wir auch wieder die Knabberherzen mit drin. Die hatten wir eben schon mal. Aber du kriegst jetzt noch mal so ein Plätzchen mit Lamm und Reis. Das schmeckt ganz gut, sag ich, ne? Ja. 13 ist hier oben. Oh, das ist bestimmt wieder so eine Fleischrolle oder sowas. Fleischrolle vor allem. Oh ja, Fleischstick reich an Pute. Die hattest du eben schon mal. Willst du noch mal haben? Ja. Da kennst du nichts, ne? Na gut. Da, ich meine, ne? Welcher Hund mag sowas nicht? Das muss ich ja wirklich mal sagen. Ey, nicht die Verpackung essen. Einmal abbeißen, bitte. Abbeißen. Weißt du, wie abbeißen geht? Abbeißen. Abbeißen. Kräftig. Abbeißen musst du das. Abbeißen. Ja, das ist fein. Brauche ich immer keinen Blödsinn mit mir. Nochmal. Am besten ohne die Verpackung zu essen, Sammy. So, das darfst du jetzt ganz Hand ziehen. Und du weißt auch gar nicht, wie dir geschieht. Das ist so lecker hier alles, ne? Nom nom. Okay, 14 ist hier. Oh, das wäre ja fast runtergerutscht.
Gut, dass wir es noch gekriegt haben. Okay, hier haben wir wieder diese Knabber-Sandwiches mit Lachs. Die haben wir jetzt ja schon zum dritten Mal drin. Das interessiert Sammy relativ wenig. Er würde es auch nochmal essen, ist kein Thema. Komm, wir machen mal direkt weiter mit der 15 aus. Hm? Jetzt hat die das Kläppchen aufgemacht und dir nichts gegeben, die Doofe. Kriegst was anderes vor. So, hab's. Der guckt mich auch immer an, als wäre ich vollkommen frech. So, 15, Sammy. Wo ist die 15? 15. Oh, guck mal, wie groß die 15 ist, Sammy. Da ist bestimmt was Besonderes drin, oder? Nö, es ist einfach leer. Oh nein, es ist irgendwo rübergerutscht. Ich vermute, das ist das hier. Ich hole es mal wieder zurück. Also ich denke, dass es hier drin gelegen hat, weil in der 23 sehe ich, dass noch was anderes drin ist. Das wäre ja traurig, wenn die 15 leer wäre. Okay, ja, das hatten wir eben ja schon mal. Das ist dieses 100% pures Rind. Das ist einmal dieser Schlund in diesen verschiedenen Stückchen. Jetzt brauchen wir nach der 15 die 16. Siehst du die? Da. Ja, auch die haben wir zum dritten Mal drin. Das sind die Getreideröllchen gefüllt mit Markknochen. Ich finde das nicht schlimm, dass die nochmal drin sind. Weil das sind ja Sachen, die werden gerne gefressen, jedenfalls von Sammy. Und da ist das auch gar nicht so schlimm, wenn sich das wiederholt. Also das ist bei den Tieren, glaube ich, etwas anderes als bei uns Menschen. Abwechslung ist auf jeden Fall gegeben, aber ne? In geringem Maße. So. Das war die Nummer 16. Jetzt gucken wir uns die Nummer 17 an. Hey, die kriegst du ja schon gerade die ganze Zeit. Hier haben wir wieder diese Plätzchen mit Lamm und Reis drin. Da, ja, haben wir schon einige von. Und da kriegst du jetzt auch den letzten hier aus der Verpackung. Die Nummer 18 ist wieder schön groß. Ei, ist die groß, Sammy. Was da wohl drin ist? Wieder nichts. Es ist wieder irgendwo hingerutscht. Ich glaube, das ist das hier unten. Weil die 22 ist anderweitig befüllt. Ja, hier haben wir mal was ganz Außergewöhnliches drin. Ja, man muss dazu sagen, der Kalender steht hier schon ein paar Tage bei mir im Zimmer und Sammy ist öfters mal reingegangen und hat immer wieder dran geschnuppert und dran gestupst und hat mich dann quasi auch abgeholt. Also wirklich, ne, der hat mich geholt. Also nicht jetzt angepackt und hier hingezogen, sondern er ist ja ein Schäferhund irgendwie mit drin und dann hat er mich hier hingetrieben, in Anführungsstrichen. Das hast du richtig gemerkt. Ja. Immer zum Kalender, weil er wollte ihn haben. Jetzt hat er ihn. Endlich, Sammy. Okay, in der Nummer 18 haben wir von Exquisite Hühnchenfilets mit Chondroitin und Glucosamin zur Unterstützung der Gelenke drin. Das ist doch schon mal cool. Das finde ich richtig cool. Mit Hühnerfilets, 40 Gramm sind hier insgesamt drin. Oh ja, das sieht schon mal ganz gut aus. Ne? Da kann man sich nicht beschweren. Kannst du abbeißen? Nein, du willst es ganz haben. Hast du das gerade eingeatmet? Du sollst es nicht in einem Rutsch runterschlucken. Du sollst es schon kauen. Wollen wir das nochmal versuchen, indem Fräuchen es klein macht? Doof, ne? Aber guck mal. Ja, okay. So. Guck mal die Leute an. So, hier müsstest du theoretisch hingucken. So geil. Okay, so. Das war eine gute Nummer 18. Die hat uns schon mal sehr gut gefallen. Schauen wir uns die Nummer 19 an, die sich hier oben befindet. Hier haben wir wieder drin die Knabberherzen mit Rind. Die hatten wir auch eben schon ein paar Mal mit drin. Auch hier wieder 15 Gramm drin. Dann gucken wir uns die Nummer 20 an. Die ist hier und sehr groß wieder. Oh, die haben das Gleiche drin. Also ich finde, das hätten die ein bisschen besser aufteilen können. Ne? Du hast jetzt in der 18 und in der 20, also quasi ein Tag ist dazwischen, okay, aber halt genau das Gleiche drin. Das finde ich jetzt ein bisschen dröge. Ja, das ist dein Liebling, ne? Kriegt er noch mal eins. Hops, hops. Okay, 21. Da sind wieder diese 16 Gramm Knochen drin. Mit Lamm und Reis war das, glaube ich. Ja, mit Lamm und Reis. Ist gut für den Magen. Sehr angenehm. 22. Das ist hier unten und die ist sehr, sehr groß.
Oh, da haben wir auch wieder diesen Schlund. Genau. Hellenmahlzeit, 100% pures Rind mit Schlund. Den hatten wir ja auch schon ein paar Mal drin. Kommt aber sehr, sehr gut bei den jungen Damen und Herren der Hundefraktion an, ganz offensichtlich. Aber ich gebe ihm jetzt mal noch ein anderes Leckerli, was ja schon offen ist. Genau. Dann schauen wir uns die Nummer 23 an. Die ist auch schon wieder sehr schön groß. Haben wir wieder diese geilen Dinger drin. Hühnchenfilets, die hatten wir eben auch schon mit dabei. Das ist jetzt schon hier. Und jetzt gucken wir uns Heiligabend an. Die Nummer 24, Sammy. Oh mein Gott! Oh, das finde ich richtig geil übrigens. Das finde ich richtig geil. Und zwar ist das von Exquisit die Delikatesse-Leberwurst mit viel frischer Leber und Petersilie. Und das kann man immer super als Belohnung geben. Und ich guck mal, ob er das rafft. Ja, Leberwurst, ne? Welcher Hund mag keine Leberwurst? Schnüffelt hier schon rum. Ja, sieht so aus. Ist jetzt nicht von der Farbe her das Schönste auf der Welt. Ja, nee. Warte, Sammy. Fräuchen macht sich das schon auf dem Finger. Oh Gott, ja, das... Oh, krieg's gar nicht rausgedrückt hier. Ih, da ist erstmal ganz viel Ölkram. Super. Aber dann kommt die Paste und sie kommt gut. Oh. Ja, ich habe jetzt sehr ölige Finger. Aber Sammy wird mir das garantiert ablecken. Der ist da gar nicht so. Okay, das nimmt man ja meistens, um irgendwas damit einzuschmieren. Keine Ahnung, damit kannst du auch viel besser Tabletten und sowas geben. So, genau. Jetzt siehst du nämlich auch das Grüne mit da drin. In der Leberwurst. Ich kann mir das ja mal hinschmieren. Warte, warte. Sammy, da ist ja ganz scharf drauf. Merkst du wohl, ne? Ich merke das voll. Warte. Ja, Hund. Also, wirklich. So, ich habe mir das jetzt hier auf den Finger geschmiert. Dann halte ich ihm das hin. Das hält Frauchen die Hand auch so kacke, ne? Das ist wirklich ein Highlight. Also das ist wirklich eine würdige Nummer 24, muss ich sagen. Aber ich habe jetzt etwas spackige Finger. So, Sammy hat sich jetzt mal ein bisschen woanders hingelegt. Hier vorne. Der ist ein bisschen auf Wanderschaft. Also ich fand den Adventskalender echt cool. Also sehr interessanter Inhalt, sehr gut gemacht. Natürlich, manche Sachen wiederholen sich. Man hätte das vielleicht ein bisschen anders aufteilen können von den Kläppchen her, dass du das auch wirklich in einer entsprechenden Reihenfolge hast, dass sich das wiederholt und nicht jetzt so ein Tag dazwischen ist nur oder so. Ne? Aber gut, das tut dem Hundeherz, glaube ich, keinen Abbruch. Sammy hat sehr gut geschmeckt. Die Nummer 24 fand ich richtig cool. Ja. Ansonsten würde ich einfach sagen, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von uns. Ja, ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Adventskalender-Unboxings von 2019. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!